A da li u tom slučaju stanovništvo treba da ide u sklonište? Should people be moved to the shelters? They are safe. They can stay in their homes. Stanovništvo je bezbjedno. Každe mogu ostati u svojim stanovima. The base is full. No one can come inside. Translate. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Oh, pičku materu. Serbian soldiers are inside the base. What? Vesme, možeš mu povesti moje sinove iz baze, molim te. Hajde da ubiće i Srbi ako i nađu. Ispituj muškarce i ubijaju tu 200 metara od baze. Dođi malo da se družimo. E to mi je bila profa u srednjoj. A gdje je Hamdija? Hajde, odmah. Sino, bit će dobro. Colonel Karemans, we must speak to you. They are killing people outside. Škarci, lijevo, žene, desno. Ajmo, brže! Franken, I beg you, don't send them out there. Aida, zljebi ga, prekriži ih. Let them stay. Hamdija! Ona! Ja, einen ganz schönen guten Abend wünsche ich allen. Das war ein kurzer Trailer zu dem Film Quo Vadis Aida der bosnischen Regisseurin Jasmila Španić. Und ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem politischen Filmgespräch mit der bosnischen Regisseurin und vier Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Ja, ich möchte zuerst einmal Frau Španić vorstellen. Nur eine ganz kurze Anmerkung machen. Es ist auch die Möglichkeit da, das auf Englisch anzuhören, diese Veranstaltung. So, if you don't speak German, you can follow this event in English as well. There is a simultaneous translation. You just go to the button Dolmetschen and then you can follow in English. Es Thanks. Gibt auch eine Verdolmetschung ins Englische und ins Deutsche. Sie ist eine besondere Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Sie ist 1974 in Sarajevo geboren und studierte an der Akademie für Darstellende Kunst in Sarajevo. Sie war dann später auch Schauspielerin, ist in die USA gegangen und hat viele Kunstvideos, Dokumentarfilme gedreht und hatte ihr Spielfilmdebüt mit dem Film Grbavica, Esmas Geheimnis auf Deutsch. Der wurde im Jahr 2006 mit dem Goldenen Bären bei den Filmfestspielen in Berlin ausgezeichnet. Sie erhielt zahlreiche Preise, internationale Preise, etwa beim Filmfest München, den Friedenspreis des deutschen Films. Und ihr jetziger Film, Spielfilm Quo Vadis Aida, wurde auch im Wettbewerb zum Goldenen Löwen gebracht, nach Venedig eingeladen und sie wurde als bester ausländischer Film nominiert für die Oscars in diesem Jahr. Frau Španić ist auch in der internationalen Jury der Filmfestspiele in Berlin und sie ist außerdem Mitglied der 2016 gegründeten Bewegung Demokratie in Europa 2025. Herzlich willkommen, Frau Španić. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Jetzt möchte ich in alphabetischer Reihenfolge die Bundestagsabgeordneten, die heute dabei sind, vorstellen. Renata Alt, sie ist in der damaligen Tschechoslowakei geboren und war Chemieingenieurin. Sie ist seit 2017 für die FDP im Bundestag. Zunächst war sie einmal im Außenhandelsministerium in Prag und war dann Wirtschaftsattaché in München. Und jetzt ist sie im Auswärtigen Ausschuss, wo sie auch Berichterstatterin ist, unter anderem auch für den Balkan zuständig. Und zudem ist sie Obfrau im Unterausschuss für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Danke für Ihr Kommen. Sehr herzlich begrüßen möchte ich auch Josip Juratovic. Er ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags für die SPD
und seit Jahren sehr engagiert in Südosteuropa. Wir kennen ihn alle gut. Er ist in Kroatien geboren. Er war Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion und ist auch Sprecher des Gesprächskreises Südosteuropa und seit Mai 2018 Vorsitzender der deutsch-südosteuropäischen Parlamentariergruppe. Danke vielmals, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Juratovic. Eine ganz besondere Freude ist es, immer Manuel Sarrazin begrüßen zu dürfen. Er ist seit 2008 Mitglied des Deutschen Bundestags für die Grünen. Außerdem ist er seit dem Vorjahr Präsident der Deutschen Südosteuropa-Gesellschaft. Und er wurde im Bundestag zum Sprecher für Osteuropa-Politik gewählt und ist ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie im EU-Ausschuss. Danke vielmals für die Teilnahme. Last but not least möchte ich ganz herzlich Christian Schmidt begrüßen. Er ist schon seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und war von 2005 bis 2013 Staatssekretär beim Bundesminister für Verteidigung, von 2014 bis 2018 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und wurde diesen Mai vor einigen Wochen zum nächsten hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina gewählt. Danke vielmals für Ihre Zeit und für Interesse und es ist eine ganz besondere Freude, Sie dabei zu haben. Ja, mein Name ist Adelheid Wölfel, ich bin Südosteuropa-Korrespondentin für den Standard und ein paar andere Zeitungen und lebe in Sarajevo. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Südosteuropa-Gesellschaft, dass ich diese Veranstaltung heute moderieren kann, weil es ist mir eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung, ganz persönlich. Denn es geht hier um Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben durch eine ganz verheerende und grausame Ideologie in den 1990er Jahren. Ihre Häuser wurden zerstört, ihre Zukunft und ihre Familien. Und das konnte nur deshalb passieren, weil viel zu viele Verantwortungsträger weggeschaut haben. Ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren einige dieser Überlebenden, der Frauen, der Ermordeten besuchen in einem Flüchtlingslager, wo die noch gelebt haben. Und sie haben mich deshalb so beeindruckt, diese Überlebenden, weil sie trotz ihrer Erfahrung kämpferisch waren. Und sie hatten noch immer Kraft, sich zu empören und aufzuregen. Ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, die Munira Varlasevic, ganz eine einfache Frau, und sie hat mir eben erzählt, wie ihr Alltag ist. Sie hat 200 Euro im Monat zur Verfügung. Sie hat eine kleine Parzelle, wo sie Gemüse anbaut. Sie ist hoch verschuldet. Es gibt dort fast keine regulären Jobs für diese Überlebenden. Und ich denke mir, es ist eben genau wegen dieser Menschen so wichtig, dass es dieser Film gezeigt wird. Ja, ich möchte jetzt sehr geehrte Frau Spanisch, Sie bitten, uns ein bisschen über den Film zu erzählen, was Ihre Motivation war. Sie erzählen ja die Geschichte einer Frau, die versucht, ihre Söhne und ihren Mann vor dem Genozid zu retten und das aber nicht schafft, kämpft und dennoch werden ihr Mann und die Söhne ermordet durch die Truppen von Ex-General Mladic. Und vielleicht können Sie uns auch ein bisschen über die Reaktionen auf den Film erzählen. Er darf ja in Serbien und in der Republika Srpska darf er nicht gezeigt werden. In Serbien wird er nicht gezeigt. Aber Sie haben zum Beispiel eine Schauspielerin ausgewählt, die großartige Jasna Djuricic, die aus Serbien kommt. Ja, vielleicht können Sie uns sozusagen Ihre Perspektive auf den Film geben. Bitte, Frau Spanic. First of all, thank you so much for organizing this event. It was my... Zunächst einmal danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie dieses Event organisiert haben. Ich wollte es so gerne im Bundestag zeigen und ich lebe zwischen Berlin und Sarajevo und ich denke, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben als vielleicht gedacht. Und oft würde ich mir wünschen, dass Deutschland und ganz besonders jetzt mit dem hohen Repräsentanten einen schönen guten Abend auch Ihnen besonders, dass
eine bessere Perspektive auf Bosnien jetzt eingenommen wird. Vieles, was in Deutschland Sinn ergibt, ergibt keinen Sinn in Bosnien. Und genau deswegen muss dieser Film gezeigt werden. Denn wir sind eine zutiefst traumatisierte Gesellschaft. 1000 Leichen fehlen immer noch. Mütter und Frauen versuchen immer noch, nach 26 Jahren die sterblichen Überreste ihrer geliebten Menschen zu finden und mit so viel Leugnen und so viel schlimmen Dingen, die passiert sind, darauf komme ich noch zu sprechen, aber ich habe trotzdem gegenüber Bosnien einen positiven Ansatz angenommen, aber dazu erst später. Als wir angefangen haben, diesen Film zu drehen, muss man sagen, das ist ein sehr schwieriger Stoff und höchst politisch. Und ich wollte gar nicht mit den Medien sprechen, 2 Jahre lang. Also ich wusste, als ich den Film drehte, dass jede politische Partei diesen Film und mich für ihre eigenen Ziele nutzen und ausnutzen kann. Das heißt, wir haben diesen Film still beendet sozusagen, ja, entgegen aller Widrigkeiten und Hindernisse. Wir haben aber all diese Hindernisse, auch finanzielle, und das war nicht das Schlimmste, überwunden. Wir hatten als co-produzierende Länder, viele Länder, auch Deutschland, wir hatten wunderbare Menschen in Deutschland, die nicht Geld gegeben haben, aber die sich so eingesetzt haben dafür, dass dieser Film gemacht wird, denn so viele Menschen finden, dass er längst fällig war. Und Ex-Jugoslawien und mein kulturelles Territorium, das habe ich ausgewählt, und auch Schauspieler, die meine Sprache sprechen. Und in meinem ersten Film hatte ich Miriam Aklaic aus Belgrad, und nicht für einen anderen Zweck, sondern einfach nur die Schauspielerin hier ausgenutzt, Jasna Djuric, weil sie einfach am besten passte. Und dann auch für die männliche Hauptrolle, es passte einfach. Und in meinem ersten Film, da gab es viele schreckliche Medienberichterstattung, und für Miriam Akaranovic, die Hauptdarstellerin in meinem ersten Film, also es hieß, sie wäre eine serbische Verräterin, und sie kam in den rechtsextremen Zeitungen auf die Titelseite, da wurden Menschen aufgerufen werden, also sie aus dem Land zu vertreiben, ihr keine Arbeit mehr zu geben. Und trotzdem hat eben auch meine Schauspielerin ja zu dem Film gesagt, obwohl sie wusste, wie schwierig es sein könnte. Ich fand das sehr tapfer, ich fand das progressiv. Und sie hat gesagt, nein, wir sind Schauspieler und wir spielen Rollen, das ist unser Job. Aber trotzdem, ich fand also überhaupt, also die Crew war super. Und als der Film rauskam bei den Filmfestspielen von Venedig, da haben serbische rechtsextreme Zeitungen, die hatten den Film gar nicht gesehen, aber sie waren nicht in Venedig, wir haben nämlich geguckt, wer da war, und die haben behauptet, das wäre ein antiserbischer Film, und diejenigen, die über den Film sprachen, waren Kriegsverbrecher. Civancin, der wurde in Den Haag verurteilt, und da setzte ein Mechanismus ein, also diese politischen Kräfte, die noch aus dem Krieg verblieben sind und die noch sehr präsent sind in Serbien und anderswo, da die versuchen einfach, ihre Leute in eine Falle zu locken, sozusagen. Dass die Leute das Gefühl haben, dass sie ein Verbrechen verübt hätten. Sie sollen sich schuldig fühlen. Und die werden gefangen genommen, sozusagen. Und ich habe überlegt, wie kann dieser Narrativ durchbrochen werden? Und wir haben uns überlegt, dass wir ein Streaming machen, nur für junge Menschen, die nach dem Völkermord geboren wurden,
die also nichts mit der Vergangenheit zu tun haben, egal ob es Serben, Kroaten sind, ob es Bosnier sind oder Mazedonier. Sie sind keine Opfer, weil sie aus Bosnien kommen. Sie sind auch keine Täter, weil sie aus Serbien kommen. Wir hatten also über 100 junge Menschen, also in der Pandemie im Oktober. Und wir hatten den Leuten gesagt, ihr müsst euch emanzipieren von diesen Erzählungen. Ihr braucht nichts zu verleugnen. Ihr müsst auch wissen, was passiert ist. Aber dieser Ansatz, ich habe mich mit diesen Leuten unterhalten und es war so schön, denn die erste Person, die gebeten wurde, etwas zu sagen, war aus der Republik Srpska. Und sie sagte, dass sie den ganzen Film hindurch geweint hätte. Und hier, da wurde jeweils Srebrenica und als wenn dieser der Völkermord hätte nie stattgefunden, das wurde den jungen Menschen in seinem Land erzählt und er hat für die anderen geweint und das, denke ich, ist so faszinierend. Ich bekomme so viele E-Mails von jungen Menschen, die sagen, ich wusste mein ganzes Leben lang, dass an dieser Erzählung über Srebrenica etwas falsch ist. Und als ich deinen Film gesehen habe, da wurde mir klar, warum sich das alles so komisch anfühlte. Und viele Menschen aus Serbien, aus Srpska, sagten mir, ja, ich hatte immer so ein Bauchgefühl. Und jetzt weiß ich auch, warum das so kam. Und wie die Mechanismen sind. Und ich spreche jetzt über die anderen Mechanismen. Also die Rechtsextremisten erzählen immer dieselben Geschichten, aber andere waren sehr respektvoll und haben um Interviews gebeten und haben viele gute Sachen publiziert und über eine Streaming-Plattform haben viele den Film gesehen und leider hat ein Verleih im Kino war noch nicht mutig genug und durch Corona haben wir aber ja auch neue Vertriebsarten, nämlich Internetstreaming kennengelernt und damit konnten wir die Zensur überwinden und so viele Menschen haben den Film gesehen und ich habe gesehen, dass diese kleinen Sprünge in der Mauer zwischen uns, ja, die kleine Löcher, die man da reinbekommt, in den Mauern, die zwischen uns errichtet wurden, sind möglich. Ich wollte, die Menschen müssen über Srebrenica Bescheid wissen. Es ist ein Schandmal Europas. Und um unsere Institutionen zu verbessern und auch um aufzuzeigen, wie einfach es ist, von einem normalen Leben abzurutschen in etwas Unvorstellbares. Ich könnte weiter und weiter reden, aber vielleicht sollte ich hier mal kurz innehalten. Ja, ich möchte jetzt die Bundestagsabgeordneten bitten, so ihre Gedanken zu dem Film zu äußern. Ja, sehr geehrte Frau Alt, wo war dieser Ida zeigt ja auch sozusagen das Versagen der damaligen politisch Verantwortlichen. Unter anderem sollten ja auch die niederländischen Blauhelme damals die Zivilbevölkerung in Srebrenica schützen. Das war ja eine Schutzzone. Und die kamen ihrer Aufgabe nicht nach. Der Genozid hätte ja verhindert werden können, wenn es mehr Engagement gegeben hätte damals. Was sind Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Lehren, die da politisch zu ziehen sind? Wenn es auch um das außenpolitische Engagement Deutschlands, der EU, der internationalen Politik geht. Bitte, Frau Alt. Ja, als erstes möchte ich mich bei Frau Spanić für dieses unglaubliche Werk, was sie erschaffen hat, bedanken, weil das hat tatsächlich gefehlt. Ich beobachte bei den Besuchen auch gerade auf dem Westbalkan und wir haben einige Reisen mit meinem Kollegen Josip Juratovic auch gemeinsam gemacht, weil ich seine stellvertretende Vorsitzende in der Parlamentarischen Gruppe Südosteuropa bin. Wir haben beobachtet, dass welche Folgen dieses Drama, welches in Srebrenica passiert ist, bis heute hat.
wie emotional geladen immer noch viele Regionen eben des Ex-Jugoslawien sind und wie schwierig es für viele Menschen ist, besonders für die Frauen, bis heute mit diesem Drama umzugehen. Es ist umso wichtiger, dass dieser Film so in so einer beeindruckenden und auch gleichzeitig erschütternden Art und Weise aufzeigt, was damals alles passiert ist und auch eben dieses Versagen des Westens. Ich habe im Jahr 2018 alleine auf einer Dienstreise Serbien besucht und habe auch persönlich mit der Premierministerin Brnabic gesprochen. Zu dem Zeitpunkt, als sie sich gerade einige Tage vor meiner Ankunft so geäußert hat, dass sie diesen Völkermord abgelehnt hat. Ich wurde damals gebeten, eben auch im Namen der Bundesrepublik, eben dadurch, dass ich der erste Gast aus Deutschland war, hier sofort zu protestieren, dass wir das nicht akzeptieren können, solche Aussagen einer Ministerpräsidentin. Und das ist gerade das, was gerade Sie auch, Herr Wölfer, in der Einleitung angedeutet haben, eben dass viele Menschen diesen Genozid auch bis heute leugnen. Umso wichtiger ist es, alles aufzuzeigen, was geschehen ist. Ich habe persönlich zu dem Zeitpunkt, war ich schon in München tätig und wir haben unglaublich intensive Gespräche mit den Kollegen der Länder des Westbalkans immer wieder geführt, wie verzweifelt sie waren. Jeder fühlt ja mit, weil das waren Dramen, die sich hier abgespielt haben. Und umso trauriger macht mich jetzt auch das Zitat von Frau Spanić. Sie hat nämlich gesagt, machen wir uns nichts vor, wenn Srebrenica jetzt wieder geschehe, würde die EU wiederum keinen Finger rühren. Und das muss ein Warnsignal sein für den heutigen Westen und auch für uns. Wir sind gerade eben in einer Zeit, wo Beitrittsverhandlungen mit vielen Ländern des Westbalkans geführt werden. Und so ein Zitat verdeutlicht, dass sich die Menschen in diesen Ländern überhaupt nicht durch die Europäische Union, durch die Regierungen richtig ernst genommen und auch vertreten fühlen. So eine Tragödie darf sich nie auf dem europäischen Boden wiederholen. Ich weiß auch eben, dass auch als abschreckendes fast Mahnmal uns immer wieder, wenn wir Belgrad besuchen, auch die zerbombten Viertel seitens der regierenden Politiker immer gezeigt werden, guckt her, das hat die NATO hier bei uns damals verursacht. Das wird auch absichtlich nicht beseitigt, um eben diese NATO-Luftangriffe noch mehr zu verdeutlichen. Aber ich habe mich sehr häufig mit unserem FDP-Freund und unserem damaligen Außenminister Klaus Kinkel, der zu dieser Zeit Außenminister war, ich habe mich sehr häufig mit ihm ausgetauscht, weil er war gerade der Außenminister, der auch meine diplomatische Urkunde damals unterzeichnet hat, also Akkreditierungsurkunde, als ich nach Deutschland entsandt wurde. Ich muss sagen, er hat bis ans Ende seines Lebens darunter gelitten. Er hat mir immer gesagt, dass er häufig in der Nacht aufwacht, schweißgebadet, eben mit den Vorwürfen, wieso haben wir es nicht früher erkannt, wieso haben wir nicht früher eingegriffen, weil er persönlich dann eben diese Massengräber auch gesehen hat, als er die ganzen Regionen besucht hat. Deshalb bleibt mir das auch immer im Hinterkopf, diese seine Verzweiflung, die ihn tatsächlich ab dem Tag, als er das alles gesehen hat, gequält hat. Und deshalb ist es auch für mich so ein Appell eben in der Außenpolitik, dass wir alles Mögliche unternehmen müssen, um jedes Land zu unterstützen, die ethnischen Konflikte auf dem Westbalkan
endlich zu lösen. Natürlich müssen die Länder die Konflikte selbst lösen. Es ist unglaublich schwierig, aber unterstützen müssen wir sie. Und ich weiß, es wurden danach auch in der UNO etliche Resolutionen verabschiedet. Man lernte aus dieser Situation. Aber es darf sich nicht mehr wiederholen. Und auch das Leugnen der Völkermorde dürfen wir nicht zulassen. Danke vielmals, Frau Alt, für diesen Beitrag. Ja, Herr Juratovic, sind ja viele Menschen nach Deutschland geflüchtet während dieses Kriegs und auch schon während des Kroatienkriegs. Und die haben alle ihre politischen und persönlichen Erfahrungen mitgebracht nach Deutschland. Denken Sie, dass dieser Film auch dazu beitragen kann, dass diese Geschichte, die diese Menschen haben, also die gekommen sind nach Deutschland etwa, auch eine Geschichte aller Europäer wird? Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Und ja, die Frau Spanitsch hat es auf wunderbare Art und Weise ohne Vorurteile sehr objektiv dargestellt, wobei ich in diesem Film ein Wechselspiel sehe, die viele Fragen aufwirft. Einmal war das ein politisches Versagen, es war auch ein menschliches Versagen. Auch diese Frage der militärischen Disziplin und menschliche Gefühlskälte oder Ohnmacht der Soldaten, die vor Ort waren, also die UN-Soldaten. Es ist auch, wir wissen, dass auch sehr viele Fragen nach wie vor bestehen. Wusste das die internationale Gemeinschaft, was da passieren könnte? Sie wussten zwar nicht, das konnte nicht vielleicht das Massaker voraussehen, aber die Art und Weise, wie dieser Krieg in Bosnien-Herzegowina geführt wurde, allein die Tatsache, dass über Scharfschütze 2000 Kinder in Sarajevo umgebracht wurden, also man konnte wissen, was dieses Militär dort anrichten wird. Und dann gibt es noch sehr, sehr viele Fragen, die wir, denke ich, politisch aufarbeiten müssen. Aufarbeiten müssen vor Ort und auch hier in Europa. Und vor allem, welche Rolle wir in Zukunft in solchen Situationen einnehmen sollen. Was sehr wichtig ist vor Ort für mich, ist der Aufbau der Demokratie. Der Aufbau und diese Aufarbeitung der Geschichte. Bosnien-Herzegowina, befürchte ich, diese Gräueltaten, die damals verübt wurden, übrigens durch Menschen, die mal in Jugoslawien gelebt haben und haben noch sich einigermaßen gekannt, untereinander. Die neue Generation, die da entsteht, schon allein durch die Geschichtsbildung, man muss wissen, jede Nationalität, die Kinder werden in Nationalismus geschult, ausgebildet. Und das, was jetzt entstehen könnte, das kann viel brutaler werden als das, was wir bisher erlebt haben. Das heißt, wir müssen uns Frage stellen, welche Lehre ziehen wir raus und wie es wollen und wie müssen wir handeln. Und da ist mal sehr wichtig, dass wir auch in der Zukunft, Herr Schmidt wird nachher wahrscheinlich was zum OHR sagen, aber es ist nicht allein OHR, da ist die Europäische Gemeinschaft vor Ort. Meines Erachtens nach, und das ist das, warum die Menschen aus Bosnien und ganze Region flüchten. Sie sind damals durch den Krieg geflüchtet. Sie flüchten heute wegen der politischen Lage, weil sie sich in einer Art Ohnmacht befinden, in einem Wechselspiel auf politisch-diplomatischen Ebenen, die im Grunde genommen nur Enttäuschung hervorruft. Allein die Tatsache, das Verhalten der Europäischen Union über EU-Beitrittsprozesse, wenn man das betrachtet, dann sieht man, dass im Grunde genommen es keiner ernst meint. Und die jetzt darüber verhandeln, wobei es gar keine Verhandlung gibt, im Grunde genommen weiß jeder, dass die politische Elite nicht in die EU wollen. Sie wollen nicht Demokratisierung des Landes. Sie wollen nicht Aufarbeitung der Geschichte. Sie wollen diesen Status quo, eben wie dieser Film auch deutlich zeigt, wollen beibehalten. Und übrigens, Europa macht damit. Und das ist meine Lehre aus der ganzen Situation. Es hat sich nichts, aber rein gar nichts im politischen Handeln verändert. Es sind immer noch Akteure, die sich mal entrüstend zeigen über die Situation, die den Zeigefinger
auf die Nationalismen zeigen, wobei inzwischen schon innerhalb der Europäischen Union Nationalismen aufblühen und so weiter. Und aber letztendlich so richtig konkret was gegen diesen Nationalismus. Und das ist allein das. Wir haben jetzt schon wieder sogenannte Non-Papers, die durch die Region gezogen werden, wobei man ganz genau wissen, die Jugoslawien-Krise und die jugoslawischen Nationalismen sind durch SANU-Papier, Non-Paper entstanden, wo auch niemand wissen wollte, was von diesem Non-Paper. Und plötzlich taucht da jetzt wieder ein Non-Paper auf und wir ernsthaft diskutieren über irgendeinen Müll, anstatt dass man von vornherein klarstellen, mit uns nicht. Aber es reicht nicht nur mit uns nicht. Wir müssen auch handeln. Bosnien-Herzegowina muss der Westbalkan ist es schlicht und einfach auf Stückweit ein Lackmuspapier für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und für die Zukunft der Demokratie innerhalb Europas. In diesem Sinne möchte ich jetzt beenden. Ich bedanke mich für diesen Film. Dieser wirft sehr, sehr, sehr viele Fragen auch aus dem Hintergrund. Diese taktisieren politisch, hat die internationale Gemeinschaft da mitgespielt oder war das zufällig, dass alles so passiert ist und so weiter. Ich denke, wir brauchen Geschichtsaufarbeitung sowohl auf bosnisch-herzegowinischer Seite als auch auf europäische bzw. internationale Seite. Auch da gibt es sehr viele Fragen. Danke. Danke vielmals, Herr Juratovic. Ja, der Herr Juratovic hat das ja gerade sehr deutlich gemacht. Es war ja schon 1992 klar, worauf das hinauslaufen wird in Bosnien-Herzegowina. Der Krieg, die Kriegsziele, auch die ethnischen Säuberungen waren damals schon gegeben. Man wusste, wohin das führt. Herr Sarrazin, kürzlich wurde der Ratko Mladic letztinstanzlich zu lebenslänglicher Haft verurteilt, wegen vieler Verbrechen, nicht nur wegen des Genozids. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Lehre aus diesem Krieg für die internationale Gemeinschaft, insbesondere für die EU, wenn es um die Verantwortung geht, die man innerhalb von Europa hat? Bitte, Herr Sarrazin. Also wenn ich so ein bisschen unvorsichtig formuliere. Für die Grünen war Srebrenica der Anfang des Weges, der in der Regierungsbeteiligung den Bielefelder Parteitag, das Mittragen der NATO-Einsätze gegenüber Serbien möglich gemacht hat. Die Begegnung mit den Witwen, mit den Überlebenden, mit den Witwen kurz nach dem Genozid auf einer Reise der damaligen Bundestagsfraktion von vielen grünen Abgeordneten. Das hat viele Pazifisten dazu gebracht, einen Weg anzufangen. Und das ist einer der Gedanken, nicht der erste, der mir über den Film gekommen ist, aber zumindest für meine Partei und ich glaube auch für die deutsche Linke, ja, Josef, war das Sterben nicht ganz umsonst und hat eine Lehre verändert, die auch heute dazu führen würde, dass ich sicher bin, wenn so etwas heute sich andeuten würde, wir eine andere Pressure Group in der deutschen Politik hätten, die in der Lage wäre, mehr Aufmerksamkeit und mehr Empörung zu organisieren und hoffentlich dann auch ein härteres Vorgehen. Das Zweite, was mir der Film zeigt, ist, dass es so wichtig ist, den Opfern zu gedenken. Geschichtspolitik wird gemacht über Konstruktionen. Aber nichts ist besser, um zu dekonstruieren, als einfach nur Mitgefühl den Opfern und den Überlebenden und den Angehörigen zu zollen. Allen. Das kann man nicht missbrauchen, wenn man es nicht sozusagen einseitig macht. Und dieser Film zeigt ja auch, warum Srebrenica besonders ist, nicht unvergleichlich im 20. Jahrhundert, aber eben nur vergleichlich mit großen Menschheitsverbrechen. Dass die Selektion, die Szene, wo der junge Soldat der Republika Srpska, der Armee der Republika Srpska, seine Lehrerin grüßt und nach dem jungen Sohn fragt, spezifisch nach dem jungen Sohn, um den sie sich gerade so Sorgen macht. Die Busse mit den Männern, die Busse mit den Frauen. Diese Szenen, die ja sehr nah am historischen Geschehen sind, die zeigen, dass das nicht einfach nur ein Massenmord war, auch nicht einfach nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Vertreibung, sondern
etwas noch mal unter die Haut gehenderes, etwas noch grässlicheres. Ich finde gar keine Worte dafür. Und das, was ich mich frage, Adelheid, ist, ja, ich habe dann auch dran gedacht, Mladic jetzt verurteilt. Und die Szene im Bus, ja, wo er den Frauen sagt, so, hätte er vielleicht diese Szene nicht überleben dürfen? Wäre das mehr Gerechtigkeit gewesen? Ich hätte immer gesagt, ein ordentliches Gerichtsverfahren, ein Urteilsspruch in Den Haag, das ist die Gerechtigkeit, auf die wir warten. Und doch sehen wir, dass sozusagen diese erhoffte Gerechtigkeit und Versöhnungsleistung dieses internationalen Tribunals, wo so viel Mühe und Arbeit reingegangen ist, was aber auch so viel Scheitern produziert hat, in der Region nicht die großartige Wirkung entfaltet hat, die wir uns erhofft haben. Und deswegen wirft dieser Film für mich diese Frage auf, ist das eigentlich Gerechtigkeit? Dass Mladic immer noch mit derselben Chuzpe, die er damals im Bus hatte, vor Gericht steht und sich als geilen Typen fühlt. Ja, so. Und deswegen hat dieser Film bei mir die Wut, von der du gerade gesprochen hast, auch ausgelöst. Ich bin mir sicher, dass die EU in der Lage ist, wieder so zu scheitern, aber nicht genauso. Und wir sind inzwischen in der Lage, auch Kriege zu stoppen. Und wir haben gelernt, dass man hätte früher mit Gewalt eingreifen müssen. Ja? Und in der Ukraine 2014-15 war die EU in der Lage, dafür zu sorgen, dass die Stadt nicht eingenommen wird. Die Stadt Mariupol am Asowschen Meer. Während in Srebrenica damals man offensichtlich wollte, dass der Krieg so ausgeht, wie er ausgeht. Und hoffentlich den Menschen nichts passiert. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, ich weiß nicht, ob Herr Karemans und Herr Franken dort richtig oder falsch porträtiert sind. Ich kenne die Personen, ich kann das nicht bewerten. Aber das, nach mir kommt ja auch gleich der hohe Repräsentant. Die Verantwortlichen vor Ort haben sich auch natürlich hinter der Unfähigkeit der hohen Diplomatie der UN und ihrer Regierung ein bisschen versteckt. Und dadurch wurden sie auch nicht ernst genommen. Sie waren nicht bereit, ihr persönliches Leben in den Topf zu werfen. Auch nicht gegenüber Mladic. Und so wurden sie dann auch behandelt. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wenn man als internationale Gemeinschaft mit Personen vor Ort auftritt, dass man sie natürlich befähigt, aber auch, dass man Personen runterschickt, die sozusagen auch eine Charakterfestigkeit gegenüber diesen Menschen beweisen. Und ich glaube oder ich denke, so wie ich ihn kenne, haben wir da den richtigen ausgewählt, aber den lässt du jetzt ja eine Frage zukommen, Adelheid. Danke, Manuel, für die eindringlichen Worte. Danke vielmals. Ja, sehr geehrter hoher Repräsentant, sehr geehrter Herr Schmidt, Sie kommen ja bald nach Sarajevo und werden das Amt übernehmen. Wenn man in Bosnien lebt, so wie ich, dann kann man das immer wieder erleben, wenn man zum Beispiel wandern geht und dann einkehrt, dass man in Häuser kommt, wo der Mladic an der Wand hängt als Bild und verehrt wird. Und jetzt haben wir es auch wieder gesehen, es gibt vermehrt Graffitis, die ihn da glorifizieren. Man hat es auch noch nicht zustande gebracht, dass eine gemeinsame Sicht auf die Fakten hier in Bosnien gefunden worden ist. Die Fakten werden geleugnet. Was ist für Sie jetzt als neuer hoher Repräsentant die wichtigste politische Konsequenz aus dem, wo wir jetzt sind, 26 Jahre danach? Bitte, Herr Schmidt. Ja, herzlichen Dank, Frau Wölfel. Und vorneweg nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Spanic, Sie treffen natürlich den Nerv. Und wenn ich das so richtig in die Runde schaue, bin ich vermutlich der Einzige, der zu den ganz schwierigen Zeiten auch bereits im Bundestag war. Und Sie haben, ich darf kurz nochmal auf Ihren Film Krpavica auch zukommen, denn aus meiner persönlichen Erfahrung, aus den Diskussionen unserer Bundestagsfraktion, die Stefan Schwarz, Christian Schwarz-Schilling, und so ein klein wenig habe ich zu diesen jungen Wilden, na, Schwarz-Schilling ist nicht mehr der ganz Jüngste, aber damals auch ein Wilder dazugehört,
Helmut Kohl an einer Stelle getroffen hatten, die ich sehr emotional war und ich trotzdem wiedergebe, als es um die Vergewaltigung von bosnischen Frauen ging. Das war eigentlich, ich weiß nicht, ob das Geschichtsbücher jeweils schreiben, aber das war für den Helmut Kohl, dessen Frau im Kriegsende 1945 ein ähnliches Erlebnis gehabt hatte, in Ostpreußen, irgendwie ein Weckruf. Und trotzdem hat sich die Politik bei uns schwer getan, überhaupt sich zu orientieren, zu sagen, ist das was, wo man sich drum kümmern muss? Ich kann mich gut entsinnen an ältere, nicht nur Kollegen, sondern an Bürger, die auch mich angeschrieben haben, noch ohne E-Mail, die gab es ja noch gar nicht, nach dem Motto, hört auf, wir waren einmal da unten und wir sollten nie mehr darunter gehen. Und wir haben ja versucht zu sagen, es geht um den Geist, mit dem man da hingeht. Und ich kann deswegen auch nur dem Kollegen Sarrazin zustimmen, dass man solche Situationen nicht mit Zurückhaltung oder runden Tischen ausüben kann. Es war eine Unklarheit überall. Deutschland hat lange Zeit gebraucht, ich kann es jetzt von meinem Land nur sagen, nicht von den anderen, überhaupt zu erkennen, dass sich da nicht um eine Nachfolgeorientierung, Gruppierung nach dem Tode Titos und der Frage, wer denn jetzt dieses neue Staatenföderation oder lockere Staatenföderation leitet, sondern dass die zentrifugalen Kräfte und das, was sich angestaut, wie auch immer, oder über die Jahre, wenn man den Ivo Andrić liest, meint man sogar, dass es noch sehr viel länger schon bereits war. Das war übrigens das Buch, das ich dann als erstes gelesen habe, Die Brücke über die Drina. Und als ich dann wir gesehen haben, dass etwas mehr getan werden muss und nichts getan worden ist, ich erinnere mich noch 1992 an das Referendum, das Unabhängigkeitsreferendum in Bosnien, wo wir Wahlbeobachter waren in Sarajevo und eigentlich da der letzte Punkt war mit dem Wahlboykott durch die serbische Seite und mit dem beginnenden Scharmützeln, die sich dann ausgedehnt haben, dass wir nicht reagiert haben, es nicht ernst genommen hatten, irgendwie das Gefühl hatten, Selbstbestimmungsrecht ist das eine und jetzt haben wir doch den Fall der Mauer gehabt und jetzt wird alles gut und irgendwo Fukuyama und das Ende der Geschichte und es wird alles wunderbar. Das heißt, wir haben da gefehlt. Man kann nicht die massive Aggression, die sich in ihrem Film Frau Spanić ja auch Aggression gepaart mit Zynismus darstellt, die kann man wohl nicht von außen sozusagen mit Überredungsmitteln ändern. Aber wenn Sie mich fragen, nicht nur als jemand, der sehr stark das Nürnberger Institut für die Verfolgung der Nürnberger Prinzipien, ich komme aus dem Fränkischen und für uns war und ist es außerordentlich wichtig, dass die Erinnerung an die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse mit den Nürnberger Prinzipien der Vereinten Nationen, die auch ein Stück den ICTI mit bestimmt hatten, Sascha Brammertz und Carla Del Pondo sind übrigens auch bei uns mit dabei, dass diese internationale Strafverfolgung zumindest zustande kommt. Aber Strafverfolgung ist repressiv, sie behandelt, sie geht mit einem Desaster um, das passiert ist. Deswegen ist die stärkste Szene in ihrem Film für mich die Rückkehr nicht nur der verhärmten Witwe nach all dem, was sie erlebt hat, trotzdem einer stolzen und Frau, die weiß, dass sie was zu tun hat und die Bereitschaft von ihr, in die Schule zu gehen. Also die Kinder, die dann da auf dieser Bühne da tanzen, die ethnisch wohl nicht ganz separiert sind,
die Frage, die stellt sich für mich auch in meiner Funktion. Wenn ich schon mühselig mich mit der Erlebnisgeneration, wie man das so, Opfer- und Tätergeneration beschäftigen muss, oder mit denen, die in dem Geiste sind, zur Frage, kann man denn akzeptieren, dass die Verbrechen geleugnet werden? Auch zur Frage, kann man denn akzeptieren, dass Studentenwohnheime nach Radovan Karadzic benannt werden, wie wir das ja vor einiger Zeit erfahren haben, da muss die internationale Gemeinschaft und auch die EU bereit sein, zusammenzuarbeiten und ein Profil zu zeigen. Das, die Kunst wird sein, deutlich zu machen, dass das nicht antiserbisch ist, sondern es ist nach den Nürnberger Prinzipien oder antikroatisch. Ich habe den Fall Gotovina ziemlich hautnah erlebt und die Situation des Helden von Zadar, bevor er dann gefunden wurde oder sag mal, es Hinweise gegeben hat und er dann im Haag dann vor das Tribunal kam, dass wir die Individualität, aber auch die Verantwortung der Verantwortlichen, die zur Grundlage machen müssen. Das ist abstrakt, sehr schnell und einfach gesagt. Ich bin ein Stück erschrocken über das, was man an Rechtfertigungsversuchen erlebt. Aber Frau Wölfel, ich bin Deutscher und ich bin in einer Generation geboren, 1957, in der wir ja die Fragen gestellt haben, wo wart denn ihr in der damaligen Zeit? Und ich hatte dann in meiner Verantwortung als Staatssekretär im Verteidigungsministerium Kasernenumbenennungen vorzunehmen. Naja, also die waren zwar nicht nach Radovan Karadzic benannt, aber da waren schon auch einige Generale und Helden des Zweiten Weltkriegs dabei, wo es dann bis in die 90er Jahre gebraucht hat, bis wir dieses dann korrigiert und geändert haben. Und wir haben auch in Deutschland ohne die Amerikaner und ja ohne Fritz Bauer und Hannah Arendt hätten wir auch nicht so weit gekommen, uns die Eigenbetrachtung, die ganz schlimm eigentlich ist, vor allem wenn eine Generation sich verweigert und so tut, als ob das ja eigentlich alles halt nur, ja Krieg, da wisst ihr nichts davon, das war anders. Das muss man aufbrechen und deswegen komme ich zu diesem letzten Bild. Nicht die Verantwortung der Generation zu schonen, die Verantwortung trägt und tragen muss. Das muss auch mit den Mitteln, nicht nur der Ownership, sondern auch mit den internationalen Mitteln auf einem Maßstab beantwortet und betrieben werden, die Dinge, die Sie in Ihrem Film darstellen. Und er ist ja, es wurde bereits gesagt, soweit ich das sehe, bis auf einzelne Szenen hin sehr authentisch, den Einzug von Mladic nach Srebrenica und sein Verhalten, sondern wir, was machen wir mit den Kindern? Wie sind die Schulbücher? Kann das denn sein, dass die Schulen so voneinander getrennt sind, dass eigentlich die Aversion und gegen den anderen fortgesetzt wird? Auch hier muss ich als jemand, der im Deutsch-Tschechischen sehr aktiv ist, seit 30 Jahren sehen, dass man mit Schulbüchern sehr viel positiv bewirken kann. Aber gut, in Tschechien war es ein Václav Havel, der diese Fragen aufgegriffen hat und mit dem man auch mit den Vertriebenen heute arbeiten kann. Das ist ein völlig anderes Klima. Das ist ein Stück meine Vision. Ich weiß, Sie wissen vielleicht, Frau Wölfel, es gab einen großen deutschen Staatsmann, der der Partei von Josip Juratovic angehört hatte, Willy Brandt, Helmut Schmidt, der gesagt hatte, wer Visionen hat, soll ins Krankenhaus, aber nicht in die Politik. Ich glaube, ohne eine Vision, dass wir der nächsten Generation eine andere Blickweise mit ermöglichen, das werden wir alleine nicht können, aber wird das nicht gehen. Man darf über der Vision den Blick für die täglichen Realitäten nicht vergessen. Ich vermute, da wird einiges auch auf mich zukommen, wo, was Sie nur mit einer Position beantworten können. Also ich merke ja,
Es gibt unwahrscheinlich viele Interpreten, nicht jetzt filmisch, sondern die genau wissen, was eigentlich sein müsste. Und ich weiß im Augenblick nur relativ viel genau, was falsch gelaufen ist. Ich meine aber, dass man da mit einer prinzipiellen Orientierung schon arbeiten muss. Und Werte, so wie sie in Ihrem Film gebrochen, erschossen werden, ohne dass man sich davon wegtragen lässt, muss sein, das ist doch der Grund, wieso wir das nicht mehr so eingestehen und zulassen wollen. Ich höre jetzt aus dem Deutschen Bundestag, wie der Kollege auch auf, Josip. Wieso bin ich denn in die Politik? Weil ich der Meinung war und der Meinung bin, wir müssen ein Mindestmaß an Werten in der Politik auch übertragen. Und das geht auch. Das geht nicht jeden Moment, das ist völlig klar. Aber es geht. Und deswegen danke für Ihren Film. Der soll eine breite Verbreitung finden. Als ich jetzt aus dem Plenum rausging, Bundestag, von der Fraktionssitzung aus dem Plenarsaal, kam mir jemand entgegen, ich kenne ihn nicht, ein Fahrer im Bundestag, der gesagt hat, suchen Sie noch einen Fahrer für Sarajevo. Ich komme aus Sarajevo. Nein, wo kommen Sie denn her? Ja, aus der Grenze zur Srpska. Eigentlich bin ich bosnischer Serbe. Und interessantes Gespräch sozusagen, zwei, drei Sätze, Worte gewechselt. Dann sagt er, Herr Schmidt, tun Sie doch was dafür, dass die sich gegenseitig, dass wir uns gegenseitig so ansehen, als wäre der andere schlechter. Und ich glaube, der Mann hat völlig recht. Und das filmische Mittel, das Sie uns bieten, zum zweiten Mal mit diesem Film, das ist eines, das auch große Verbreitung finden sollte. Und das sollte auch in der Srpska und sonst wo sein, nicht zur Volkserziehung, einfach zur Erfahrung. Danke. Danke vielmals für die Wortmeldung. Ich möchte jetzt die Frau Spanitsch noch bitten, vielleicht kurz dazu, falls Sie was dazu sagen möchten, zu den Wortmeldungen und Sie auch auf eine Frage, Ihre Frage auf den Weg bringen, geben. Diese Geschehnisse in Bosnien-Herzegowina, aber auch Srebrenica, sind wenig im europäischen Geschichtsbewusstsein verankert. Weshalb ist das so? Und was können wir dafür tun, dass das besser wird? Und kann Ihr Film dazu beitragen? Und dann wollte ich Sie noch fragen, was Sie zu dem Thema Verleugnung sagen. Sie sind ja auch Aktivistin. Und vielleicht können Sie sagen, haben Sie einen politischen Vorschlag, wie man damit umgehen kann? Bitte, Frau Spanitsch. Thank you very much. Vielen Dank. Ja, ich habe während der Film vorgeführt wurde gesehen, dass nicht viele Europäer davon wissen. Die Gebildeten natürlich schon, aber wir haben Vorschnitte gezeigt. Mein Schneider ist Pole und nur von 23, die er gefragt hat, konnten mit Srebrenica gar nichts anfangen. Sechs hatten das Wort schon mal gehört. Als ich in Berlin in der Europäischen Filmakademie war, hat der Präsident gesagt, ja, wir haben 70 Jahre Frieden, Europa ist fantastisch. Ich wollte das nicht zerstören, aber ich habe ihn dann später angesprochen und habe gesagt, haben Sie gehört, dass 100.000 Menschen gestorben sind, dass 1 Million deportiert wurde. Und sie war schockiert. Das ist einfach nicht Teil des europäischen Bewusstseins, dass diese Dinge passiert sind. Weil Bosnien, das wird irgendwie als woanders wahrgenommen. Und das ist für mich das größte Problem, dass die Bosnier nicht als Europäer gesehen werden. Und ich komme gleich nochmal zur Lösung. Ich bin Regisseurin, ich habe eine Vision und die muss ich irgendwie materialisieren. Wenn man mir sagt, man kann einen Film über den Genozid machen, insbesondere nicht Bosnien, wir haben einen Film im Jahr dazu gemacht, das ist 1 Million Euro und wir haben das für 4 Millionen gemacht, das ist für Bosnien ein riesiges Budget. Jeder hat gesagt, das geht nicht und wir hatten so viele politische Hindernisse, niemand wollte uns Panzer zur Verfügung stellen, aber irgendwie haben wir es doch hingekriegt. Ich glaube also, dass die Dinge möglich sind. Und dieses europäische Bewusstsein lässt sich ändern. Wir müssen über
Srebrenica sprechen, in Filmen, in verschiedenen Veranstaltungen, in Lehrbüchern in der Schule. Ich freue mich, dass ein deutscher Filmverleiher immerhin das Schülern zeigen möchte. Morgen fahre ich nach Österreich. Der Film wird in den Niederlanden gespielt. Also es sind kleine Bewegungen, die wir sehen. Wenn man sich eine Lösung überlegen will, selbst obwohl ich in dieser Verrücktheit von Bosnien lebe, und da lebe ich seitdem ich 17 bin, und manchmal komme ich nach Berlin, um mich einfach etwas auszuruhen und das mal mit etwas Abstand sehen zu können, weil es ist so viel. Man hat ein Hindernis und es ist interessant und man kämpft dagegen und das ist spannend. Aber wenn es so langweilig ist, dann denke ich immer, ich will eine andere Herausforderung haben. Aber, und Sie werden jetzt wahrscheinlich lachen, aber wenn Bosnien angenommen wird in der EU, dann sind 90% der Dinge werden sich ändern. 90%, die Menschen werden reisen können, sie werden andere Dinge sehen können, sie werden andere treffen können, sie werden reisen können, zirkulieren können und Arbeit finden. Das wird eine Lösung für viele geben. Aber diese Warlords, die immer noch Bosnien unter ihrer Knute halten, wir sind da quasi wie Geiseln, dieser Konstitution. Wir sind dort quasi als Geisel und wir würden dann aber vom Gefängnis befreit werden. Und Europa kann auch zeigen, dass es nicht gegen die Moslems ist. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Die EU hat in Bosnien sich nicht reagiert. Wenn wir Christen wären, wäre dieses Massaker nicht passiert. Das muss ich leider sagen, aber so ist es. Das heißt, Bosnien sollte so schnell wie möglich in die EU aufgenommen werden und dann werden sich auch viele Dinge in Europa ändern, denn wenn man die Dinge, die in Bosnien passiert, die ihre eigenen Dinge vor 26 Jahren, war es nicht denkbar, dass es Faschisten gibt in den Regierungen und also offen, ja, natürlich gab es sie immer, aber versteckt und das ändert die Art und Weise, wie diese Weichheit gegenüber den Faschisten ist. Ich weiß, Sie belächeln das wahrscheinlich, aber denken Sie drüber nach, das wäre ein radikaler, revolutionärer Zug und das würde viel lösen. Straßennamen zu ändern, ist sehr, sehr wenig. Es sollte eigentlich mal eine große Geste kommen aus Europa. Auch wünsche ich mir, dass wir dieses alte Narrativ aufbrechen und die Perspektive gegenüber dem Balkan, weil ich glaube, das ist veraltet, das funktioniert nicht. Nationen sind eine Erfindung, das ist ein Narrativ. Diese ganzen Dinge, ich bin Bosnien und Herzegowina, und das heißt, ich kann in meinem Land nicht gewählt werden. Ich werde als jemand anders betrachtet. Ich habe keine Rechte in meinem Land. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe nicht die gleichen Rechte wie mein Kollege, der einfach nur sagt, er ist Moslem oder irgendwas anderes. Das ist völliger Quatsch. Wir haben eine Lösung dafür. Und es gibt einen Plan, der von... mir fällt es gerade nicht, Bodo Weber, ein Deutscher, der mit der Unterstützung der Amerikaner vor einen neuen, diese Organisation hat einen neuen Ansatz vorgeschlagen, Bosnien zu rekonstruieren, weil Bosnien, wenn man sieht, wie viele Menschen da leben, das ist wie Berlin. Es hat die Größe von Berlin, sogar kleiner. Und wir haben 12 Ministerien, 12 Kulturministerien. Ich muss mit 12 Leuten reden, um was zu machen. Das ist schier verrückt. Und die werden alle bezahlt, um mir zu sagen, dass es kein Budget gibt für Filme. Das ist Wahnsinn. Ich spreche nicht über Nationen, wer irgendwelche Rechte hat. Ich habe gar keine Rechte in meinem Land. Mir ist es total egal, wer mehr Rechte hat. Jeder hat mehr Rechte als ich. Das ist völliger Unsinn, ökonomisch, wirtschaftlich, logisch. Und das könnte völlig auch gelöst werden, wenn wir in der EU wären.
Und das auch bitte vor Serbien. May I just add one little thing? I'm so sorry. Ein Punkt möchte ich noch hinzufügen. Wenn Sie mir sagen, wir sind korrupter, dann kann ich nur sagen, wir sind noch im Kindergarten, was die Korruption im Vergleich zu Italien, selbst Deutschland, wo auch immer, betrifft. Also wenn Sie sagen, wir sind mehr Mafia, sagen wir mal ehrlich, wir haben Italien. Wir sind nicht besonders in irgendwas anderem. Wir sind nicht anders als der Rest der EU. Und dieses alte, sie sollen das selber lösen, das ist völlig falsch. Das ist Unsinn. Weil es die EU war und die UN, die uns nicht erlaubt haben, sich zu verteidigen. Ich möchte daran erinnern, dass wir 4 Jahre Embargo hatten. Wir waren nicht, es wurde uns nicht erlaubt, uns zu verteidigen. Und jetzt heißt es, wir sollen alles selber machen. Und für mich ist auch völliger Unsinn dieses Narrativ, dass wir uns 500 Jahre lang gehasst haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns überhaupt nicht hassen. Vor dem Krieg nicht und selbst jetzt. Genau nicht mehr und nicht weniger wie andere Länder in der EU sich hassen. Das ist ein Narrativ, was dann dient, dass die Leute Dinge tun. Das soll die Leute davon abhalten. Und das funktioniert nicht. Wir wissen, dass Krieg ein Geschäft ist und dass es um Profit geht und dass diejenigen, die Bosnien leiten, das sind diejenigen, die profitieren von dem Status quo und die wollen ihn behalten. Und die reden über die EU mit dem Gewissen, dass es nie passieren wird. Würde ich jetzt die Teilnehmer nur noch um einen Satz bitten. Ja, Herr Juratovic, soll man diesen Film Kovadis Aida auch zum Beispiel in Deutschland in den Schulen zeigen, weil dann zum Beispiel auch mehr Verständnis für die Geschichte Südosteuropas in ganz Europa entstehen könnte? Absolut. Also ich bin jemand, der schon lange die Europäische Union mit Sorge betrachtet und wenn man die Bewegungen der Autokraten und Autokratien betrachtet, befürchte ich, wenn wir nicht das demokratische Bewusstsein entwickeln und uns bewusst sind, mit welcher Gefahr wir zu tun haben, was die Autokraten, Nationalismen und sonstige Dinge gibt, erleben wir Balkanisierung Europas. Also wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir der Jugendlichen vor allen Dingen zeigen, dass solche Dinge nicht Geschichte sind aus vor 100 Jahren oder 70 Jahren, das ist jederzeit möglich. Danke vielmals, Herr Juratovic. Ja, Manuel, das ist die Geschichte von uns allen. Diese Ideen von Nationalisten, dass man ethnisch reine Gebiete machen soll oder sogar ethnisch reine Staaten, die sind ja nicht vorbei, die gibt es in ganz Europa. Was ist sozusagen die politische wichtigste Erkenntnis, die man weitertragen soll durch den Film? Naja, dass man zu seinen eigenen Werten stehen muss und dass es keinen Unterschied der Wertigkeit von Leben gibt. So, der holländische UN-Soldat, sein Leben ist nicht mehr wert als das von Hamdiya. Ja, und das ist natürlich schwierig. Das ist immer einer der Punkte gewesen, der auch für alle Abgeordneten im Bundestag, die über die Einsätze der Parlamentswehr wie Bundeswehr abstimmen, also, es gibt keinen Unterschied der Wertigkeit des Lebens zwischen Menschen. Jeder Mensch hat das gleiche Recht zu leben und den gleichen Wert, sich dafür einzusetzen. Danke vielmals, Manuel. Ja, sehr geehrter Herr Schmidt, was können Sie als hoher Repräsentant tun, damit diese Leugnung der Kriegsverbrechen, Geschichtsrevisionismus, Verherrlichung von Kriegsverbrechen stärker geächtet wird? Bitte nur ganz, ganz kurz, weil uns die Zeit davon rennt. Ja, vielen Dank. Ja. Mir läuft da, Freund, eventuell auch einiges davon an Möglichkeiten, ganz alleine gesetzgeberisch was zu tun, das wird nicht ausreichen. Da muss man tiefer graben und muss auch mehr investieren. Das kann nur mit der EU und mit dem Hohen Repräsentanten gemeinsam und was weiß ich, wer sich noch berufen fühlt, auch mit NGOs sein. Aber es muss, wenn man schon so viele Ministerien haben in Bosnien, dann müssen die sich darum kümmern und wenn es die nicht tun, andere, dass die jungen Leute eine Perspektive haben, im Land zu bleiben. Und dazu gehört auch das Wissen über die Geschichte. Und wird hart sein, aber ich will ja schon meinen Beitrag dazu leisten und weiß,
Spaß macht das alles nicht jeden Tag, aber man muss es leisten. Danke, danke vielmals. Ich möchte mich an der Stelle bei allen herzlich bedanken, die hier zugesehen haben. Ich hoffe persönlich, dass dieser Film auch dazu dient, und ich bin mir eigentlich sicher, dass er, wenn er gesehen wird, dazu dient, dass die Geschichte dieser Menschen gesehen wird, nämlich jener da auch der Überlebenden, mit der sie Tag für Tag leben müssen, auch heute. Und dass wir alle als Europäer uns solidarisch an ihre Stelle, an ihre Seite stellen. Weil ich denke, dass solange wir das nicht tun, uns auch an europäischem Bewusstsein mangelt. Sie können jetzt den Film anschauen, und zwar ist es auch noch einmal der Link gepostet unter Fragen und Antworten, wo Sie draufdrücken, Sie haben das Passwort ja schon bekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und für die Teilnahme und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen.